Also wir machen das zusammen, weil ich bin nicht so der Computerprofi. Verstanden. Ja. Okay, gut, ja. Also dann jetzt kann ich kurz für Sie erklären, wie funktioniert das. Also da können Sie gerne Fragen stellen. Ja, also ich erkläre einfach zuerst, wie geht das. Also Sie haben das richtig verstanden. Da, Ja. also Sie haben das alles richtig verstanden. Da haben Okay. Sie ein Programm, welches arbeitet automatisch bei Ihnen. Bei mir, wo zu Das Hause? Erste. Bei mir zu Hause oder wie jetzt? Was meinen Per Sie? Computer oder per Handy? Aber das ist nicht mein Computer, das ist der Computer von Rakesh. Das ist egal. Und wie ist denn Ihre Webseite eigentlich? Können Sie mir die Webseite nochmal nennen, bitte? Entschuldigung, sagen Sie mir bitte, wo haben Sie sich registriert? Also, oder können wir zu dritt sprechen am besten mit Ihrem Freund auch? Ich kann ihn mal fragen. Ich glaube, der war vorhin auf einer Seite. Da stand irgendwas von Oil Profit, glaube ich, stand da. Ich frage ihn mal im Klammermoment, weil er hat das gemacht. Okay. Rakesh! Rakesh! Komm mal bitte, Telefon, die Dame, wo du dich vorher angemeldet hast. Die Dame ist am Telefon. Geh mal am Telefon bitte, mach das mal bitte. Hallo? Ja, hallo, schönen Tag. Ja, ist da Frau von Online Trading, right? Ja, das ist schon Sehr gut. Online-Trading. Sagen Sie mal bitte da, wo haben Sie sich genau registriert, weil muss ich immer in jedem Fall fragen. Ja, Bitcoin Geld verdient machen mit Investment bei Ihrer Firma drinnen Geld machen, ja? Ja, und da, kleinen Moment. Und wie heißt denn diese Plattform da, wo haben Sie sich registriert? Mein Name ist Rajesh Bandirandirokan, right? Bitte? Mein Nochmal Name. bitte, habe ich nicht gehört. Nahasa Pima Petilon ist mein Name. Nein, nein, also Plattform, da wo haben Sie sich registriert? Ah, Gas Profit, right? Also Oil Profit. Ja, Oil Profit, aber Internetseite heißt der gasprofit.com, right? Okay, gut, das ist Oil Profit. Ja. Oh. Gut, okay, sagen Sie mir bitte dann, wie haben Sie das alles verstanden? Und dann kann ich weiter für Sie erklären. Habe ich verstanden, kann Also man was genau? ein Geld nehmen, den bei Sie geben und Profi oder Computer den Trading machen und dann alle Profite bekommen von dem Geld, was habe ich bei deiner Firma bei Popo reinstecken, right? Also normalerweise, da haben wir ein Programm bei Ihnen per Computer oder per Handy, da wo wäre das für Sie bequem. Okay. Das können Sie da oder da nutzen. Da haben Sie Möglichkeit, auch einen Finanzberater haben. Das ist Ja. gut. Ein Mann oder ein Roboter, right? Ja, also normalerweise, das funktioniert also auch mit künstlicher Intelligenz, aber auch mit Finanzberater. Also Oh. normalerweise, Sie müssen nichts machen. Aber da habe ich noch ein paar Fragen. Ja. Also sagen Sie mal bitte, wer genau will da einen Account haben? Für meine Kollegen machen. Ich will denen helfen, weil die nichts Ahnung. Okay. Herr Horst Schwabelbacke, ja? Ja, das ist sein Name. Ich für ihn machen. Ich bin Administrator, right? Welcher Administrator? Also Rakesh. was meinen Sie? Das ist mein Name. Ich Administrator von Account machen für meine Kollegen. Weil Kollegen immer arbeiten, der immer bei mir LKW durch Land Ja, fahren aber und Palette wegbringen da und muss ich dann Trading machen. ich. Gut, aber da muss ich genau wissen, welche Person will den Account aufmachen. Na ja, ich. Weil wir eröffnen das persönlich. Dann Oh. oder auf Name Horst Schwabelwake oder auf anderer Name. Weil das geht durch der Bank. Also in jedem Fall, wir müssen auch Verifizierung machen. Okay. Dann können wir bitte machen? Können wir einen Anfang machen? Gut, aber auf welcher Name? Auf Horst Schwabelbacke? Du kannst meinen Namen nehmen und ich bin für Kollege Bewährung Helfer, right? Damit er nicht wieder zurück bei Forensik kommen. Und wir müssen seine Geld anlegen, Also bevor den geschlagen haben machen. normalerweise,
Normalerweise ist am besten, denn das auf Herr Horst Schwabbelbacke machen, weil dieser Name habe ich im System. Okay, dann aber warum dann fragen? Warum dann fragen, wenn wir keine Änderung machen? Ist in Ordnung, aber warum fragen? In jedem Fall muss ich wissen, weil wir eröffnen das persönlich. Oh. Und wenn Herr Schwabbelbacke kann das nicht machen, dann können wir das auch nicht machen. Das ist sehr aber gut, meine Schwester. Der Bank, so wie ich es gesagt. Horst sagen, er will machen, das Kontraktvertrag haben für seine Unterschrift mit Abdruck von Popo drauf drinnen, ja? Also wir können den machen. Also ich erkläre nochmal kurz. Okay. Das geht durch der Bank. So, das ist das Erste. Das ist auf persönliche Name geöffnet. Das ist das Zweite. Also Sie müssen da verifizieren machen. Also das bedeutet Ausweis oder Führerschein schicken. Okay, das ist kein Problem. Wir können den machen. Okay, kleinen Moment. Sagen Sie mir bitte auch, mit welchem Betrag wollen Sie da starten? Haben wir ein, wie sagt man bei Deutschland, der nicht Ziege, sondern der Beratung bitte haben. Wie viel ist gut? Wie viel kann man machen bei einem Monat, eine Quarter, ein Jahr und dann können wir Deal machen. Also da müssen Sie zuerst Mindestbetrag sagen, also mit welchem wollen Sie denn Kundenkonto aktivieren, diese okay. Programm aktivieren. Dann Programm arbeitet mit diesem Betrag. So. Das ist gut. Und dann müssen Sie sagen, einfach Summe, ja? Mit welcher wollen Sie starten. Aber du sagst mir, du bitte meine Beratung, du bitte meine Profi, du bitte meine Herzen, meine Seele und den Liebe von meinem Leben. Wie viel Prozent kann man bei einem Monat machen, right, bei deiner Firma? Ja, gut. Also sagen Sie mir bitte zuerst Betrag und dann können wir rechnen. Oh mein Gott. Aber das muss doch, ob ich jetzt 10 Euro nehmen oder 10.000 Euro nehmen muss, Prozent muss doch immer den gleichen sein. Oder nicht? Was meinen Sie genau? Mehr Schwänken. Ich habe 3 Stück. Okay, wir 500 Euro nehmen für eine Rechnung. Wie viel bei einem Monat bekommen? Bitte. Also mindestens, was können Sie erhalten? Ungefähr, das ist plus 20%. 20 bei einem Monat, 20 Ziegen? 20%. Oh, das ist viel Geld. Das ist sehr gut. Da können wir... Und wenn wir 1.000 Euro nehmen, wie viel bekommen? Also, das habe ich gesagt. Zum Beispiel, wenn wollen Sie mit Mindestbetrag starten, sag mal 300, ja? Ja. Dann monatlich können Sie plus 20% von dieser Summe machen. Das kann ich für Sie jetzt kurz rechnen. Also von 300, 20% ist das 60 Euro. Ja, da brauchst du da Taschenrechnung. Als Liebe erhalten Sie 60 Euro. Bei Account drinnen oder bei Bankkonto drinnen? Was machen? Ja, da haben Sie Ihr Konto, Ihr persönliches Konto. Okay. Und da haben Sie Betrag, mit welchem starten Sie. Und da haben Sie dann auch Profit. Oh, diese das ist sehr 60 gut. Euro kriegen Sie da. Okay, aber diesen 60 Euro, werden die bei meinem Trading-Account reinkommen oder werden die bei meinem Bankkonto ja. reinkommen? Zuerst auf Ihr Account, dann aha. können Sie auf Ihr normales Bankkonto überweisen lassen. Okay, und ist das, wie oft kann man eine Überweisung machen? Bei meinem Konto geht immer oder muss man einen Betrag erst finden bei Firma? Also das besprechen Sie mit Finanzberater, zum Beispiel, wenn wollen Sie auszahlen machen, okay. dass dann er zeigt Ihnen, wie können Sie das machen. Okay, aber man kann machen. Einmal bei Monat, zweimal ja. bei einem Monat, das ist kein ja, Problem. Ja, natürlich. Okay, und was kostet so das von deiner Firma? Wie viel Prozent den Firma nehmen? Firma nimmt 10% von Betrag, welcher verdienen Sie. Zum Beispiel, wenn verdienen Sie 100 Euro, 90 bleibt bei Ihnen, 10%, das ist von Firma. Oh, 10, aber sehr viel. Andere Firmen immer 3% sagen, 5% sagen, manchmal 7% sagen, aber 10% ist sehr also, viel. Also, das können Sie dann mit Finanzberater besprechen. Also oh. maximal, das ist bis 10%.
Das ist Maximum. Und was ist Minimal? Ja. Ich möchte Minimal haben, weil ich bin ein neuer Kunde, right? Mit viel Geld. Also dann gehen immer von Strategie, welche haben Sie, weil da können Sie mit verschiedenen Aktiven arbeiten. Da können Sie auch Hebelwirkung dazu haben. Und natürlich ist das immer noch Prozent plus. Also wenn wollen Sie mindestens haben, dann besprechen Sie mit Finanzberater. Er macht persönliche Strategie für Sie und dann ist das bei Ihnen mindestens. Das ist gut. Haben Sie auch Hebelstrategie? Haben Sie auch Fegelein-Strategie? Sagen Sie mal bitte, also da muss ich noch ein paar Fragen stellen, weil sonst wir können nicht weiterreden. Sagen Sie mal bitte, wie alt ist denn Person, welche will Account aufmachen? Ich bin 36 Jahre alt, right? 36, okay, gut. Sagen Sie mal bitte auch Staatsangehörigkeit. Deutschland? Haben Sie deutsche Ausweis, ja? Ja, deutsche Passport haben. Und ich bin von India und deutsche Passport bekommen vor 16 Jahren, okay? Okay. Ich Einbürgerungstest machen, ich Kurs bei Goethe-Institut machen. In jedem Fall, also, gut, also das ist egal. Normalerweise, da das nicht egal. Später, also, bitte? Das ist nicht egal. Das ist sehr wichtig. Was? Goethe-Institut? Also hier braucht man nicht. Warum nicht? Müssen Sie kein Abschlusszeugnis haben? Entschuldigung, da habe ich Sie nicht verstanden. Was meinen Sie? Okay, ja, ich auch. Sehr gut. Und wann können wir anfangen? Wir können das jetzt machen und sagen Sie mal bitte, wie viel ungefähr wollen Sie da verdienen? Warte, meine Kollege, das den Groß, den wie sagt man, Grandvater, den Großvater, der gestorben, der hat viel Geld bekommen und ich jetzt ist den Fragen, wenn wir 10.000 Euro geben, können wir Bonus bekommen bei Trading Plattform? Also wissen Sie, ich empfehle mit mindestens starten, mit kleinem Betrag. Also wir wollen Fettkohle machen. Ist so eine gute Firma bei deiner, oder? Ist keine gute Firma? Also machen wir so. Machen wir so. Sie kriegen dann ganze Informationen per E-Mail. Wenn wollen Sie aufmachen, dann können Sie mir das schreiben. Ne, wir machen auf. Ich möchte heute anfangen, weil wir bald ein Urlaub machen und vorher will ich das Überweisung machen und Kontrolle machen. Sagen Sie mir bitte, haben Sie Erfahrung oder nicht? Nein, aber wir Profi und Bot haben. Dann okay, aber dann ich empfehle, mit kleiner Summe starten. Also das ist Quatsch, wenn wollen wir schon sofort mit 10.000 anfangen. Ja, aber ich muss ja nicht selber machen. Computer machen und Profi machen, das oder stimmt. Falsch verstanden? Das stimmt. Aber nicht gut? Okay, gut, wir machen für Sie Bankdaten, sag mal, für 1.000 Euro. Ich glaube, 1.000. Für Anfang ist das genug. Okay, ist 1.000 Euro? Und dann später können Sie denn überlegen, ob wollen Sie mit größerem Betrag arbeiten. Zuerst müssen Sie probieren, in jedem Fall. Okay, dann wir mit 1.000 Euro einen Test machen und dann können wir 30 Tage gucken und Trading machen. Bitte? Habe ich Sie nicht gehört? Ja, ich hätte keine Probleme. Ich will dann eine 1.000 Euro Überweisung machen und dann wir den 30 Tage angucken oder wie lange machen, Test gucken? Nein, Sie können da auch ein paar Tage schauen, wie viel können Sie sofort nach ein paar Tagen verdienen und dann schon später überlegen, ob das für Sie genug ist. Okay, also gut, dann machen wir so. Sie kriegen von mir E-Mail, sagen Sie mir bitte wie, also dann zuerst auch Name. Hort Schwabelbacke oder der Name von Ihnen? Weil Sie liegen denn auf Name Hort Schwabelbacke. Dann wir das von Kollegen nehmen. Können Sie bei E-Mail ein Einschreiben machen, bitte? Gut, also E-Mail bis schwabelbacke45@mailbooks.org. Oh nein, das ist den falschen. Warte, ich eine andere geben. H. also Heinrich. Kleinen Moment, muss ich sagen. Heinrich. Nee, nicht Heinrich, nur den Buchstaben. Ein Buchstabe H wie Heinrich. Okay. Okay? Ja. Also H. und dann Schwabelbacke?
Ja. @mailbox.org. Mailbox, wie Briefkasten Mailbox. Bei Deutschland. Okay. Mailbox.org. Okay. Also und hash.schwabelbake@mailbox.org. Ja. Das ist richtig? Das ist richtig. Und Gut. Sie das, und wir jetzt IBAN bekommen zur Überweisung machen, ja? Ja, Sie kriegen alles per E-Mail, ganze Informationen da. Das ist gut. Können Sie mir noch sagen von den Firma? Ist den bei Deutschland drin oder von wo der Callcenter angerufen? Ja, in Köln. Also in das Köln? Kriegen Sie alles zusammen per E-Mail, ja. Aber warum Sie Telefonnummer von Schweizerland haben? Weil da benutzen wir IP-Telefonie, so wie habe ich gesagt. Oh. Und da haben wir Niederlassungen in Schweiz, Österreich, Deutschland. System sucht freie Nummer, mit welchem kann ich anrufen. Bei E-Mail kriegen Sie Nummer, okay. Ganz normale Nummer von uns. Da wo können die im deutschen Unternehmen anrufen. Ja, ich gehe jetzt bei E-Mail reingucken und dann können wir einmal schauen, wie heißt das E-Mail-Adresse, von dem Sie das E-Mail geschrieben? Ja. Das kriegen Sie von Leerhardt. Leerhardt at Oilprofit oder? Nein, Sie kriegen das von mir gleich per E-Mail, dann haben Sie Mailadresse. Leerhardt heiße ich, von Leerhardt kriegen Sie das. Ja, Sie aber sehen dann sofort nach ein paar Minuten. Ja, aber wie heißt das E-Mail-Adresse von Ihrer Firma? Ich möchte wissen. So, wie habe ich gesagt? Ja, Leerhardt. Aber, E-Mail jetzt. Ja, aber vielleicht, ja. Vielleicht viele E-Mail bei meiner kommen. Da muss ich wissen, welche sind richtigen. Welche Domänen? Also das kriegen Leerhardt at Oilprofit. Ist eine da. Ja. At Oilprofit? Ja. Okay. Dann will ich jetzt machen, ich gleich bei E-Mail-Box. Nein, nicht auflegen. Ich gehe jetzt bei E-Mail-Box reingucken und wir dann Account-Aktivierung zusammen machen. Ich habe jetzt andere Termine, Entschuldigung, ich muss den Termin machen. Oh, wann rufst du wieder an? Ja, einen Tag. Wann willst du wieder anrufen? Also nach einer Stunde vielleicht. Vielleicht? Ich muss den wissen. Ideen nach wie Pieder.